Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und das ist der erste Zoo nach dem Reset hier. Dieser kommt heute von Jana. Und wie der heißt, das seht ihr hier schon im Hintergrund, weil wir uns schon im Zoo befinden. Nämlich Knusperland. Klingt auf jeden Fall sehr appetitlich. Freue ich mich schon drauf. Ich lese mal ganz schnell die E-Mail von Jana vor und dann geht's hier schon los. Hallo lieber Dandy. Anbei sende ich dir eine aktualisierte Version meines Parks. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, einen Rundgang anzulegen, aber ich hoffe, dass du dich dennoch gut orientieren kannst und viel Spaß bei der Besichtigung hast. Liebe Grüße, Jana. Vielen Dank, Jana, auf jeden Fall fürs Einsenden. Übrigens, sie hat es direkt am Reset-Termin genau um Punkt 12 Uhr eingesendet, also keine Minute danach, keine Minute davor. Deswegen kommt sie hier auch als erstes dran. Ja, dann können wir mal los, würde ich sagen. Ja, was als erstes natürlich auffällt, ist, du hast den Eingangsbereich gelöscht und so einen eigenen Eingangsbereich gebaut mit einem wunderschönen Schild. Knusperland steht da drauf. Knusperland erinnert mich irgendwie an Knusperdinos. Knusperdinos sind lecker. Hm. Bringe ich auf jeden Fall mit was Positivem in Verbindung. Ist ein lustiger Name für ein Zoo. Und dann geht's hier, also das auch hier schön gepflanzt und sowas. Und dann geht's hier direkt durch so einen kleinen Holzbereich in dein Zoo rein und über eine Brücke, so wie es aussieht. Das sieht aber schon mal sehr cool hier aus, wie du das gebaut hast, hier mit diesen ganzen Ästen und sowas. Gefällt mir. Und hier geht's dann über eine riesige Brücke rüber. Oha, okay. Das ist krass. Du hast hier eine richtig tiefe Schlucht gebaut mit Wasser drin. Hier unten gehen auch nochmal Wege lang. Und sehr interessantes Terraforming hier gemacht. Hier fehlt natürlich noch wirklich viel Arbeit. Sowas dauert echt lange, wenn man sowas machen möchte. Diese ganzen Klippen ausschmücken und sowas. Aber du hast hier schon einiges geplant, so wie das aussieht. Sieht aber wirklich interessant aus von der ganzen Gestaltung hier. Also von dem ganzen Terrain, was du da vorgefertigt hast und bearbeitet hast. Sieht schon sehr cool aus. Also ich glaube, wenn das mal fertig ist, wird das in eine sehr gute Richtung gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du das alles ausschmückst hier mit Klippen und so, dass das Spiel von den FPS ja nicht mehr so gut sein wird. Ja, kannst du aber gerne trotzdem einschicken, wenn du weitergebaut haben solltest. Das sind Pandas. Okay. Sehr schön bepflanzt ja auch. Alles so ein bisschen im Holzstil. Ist, glaube ich, hier indisch, wo wir jetzt gerade hingucken, ne? Sieht zumindest so ein bisschen so aus, der Elefanten. Und hier ist auch ein indisches Vivarium. Wir gehen einfach mal hier rechts lang. Hier ist auch schön die Bordsteine abgesteckt. Schön bepflanzt hier auch. Hier haben wir das erste Tier. Das ist auf jeden Fall eine Otter. Wenn wir die gleich sehen, können wir es auch bestimmen, welche. Das dürfte die... Das ist die Tode... Oh, ich kann es gerade wegen der Sonne... Ich habe immer gesagt, mit dem schwarzen Kopf ist die Todesotter, ne? Ich gehe mal von aus. Ja, Todesotter. Die sind gut. Die Puffotter hat nämlich nicht so einen dunklen Kopf. Entschuldigung, Leute. So, hier geht es auch nochmal hoch. Und hier haben wir ein begehbares Gehege. Mit Pfauen. Oh, wie schön. Das ist cool hier mit den Steinen so. Als kleiner Weg. Die hast du da so ein bisschen reingemacht. Oh! 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 Jetzt geht's hier aber rund. Wie wundervoll. Der nächste auch noch? Noch einer? Da! Wow, ist das cool. Ich liebe das, wenn die das machen. Es kommt leider zu selten vor. Hier geht's dann steil runter auf, in das Wasser. Na, okay, das finde ich jetzt persönlich nicht so schön, wenn man hier so ein Solarding in das Gehege einbaut. Vielleicht hättest du das mit so einer kleinen Mitarbeiter... Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Albino. Mit so einer kleinen Mitarbeiterhütte, wollte ich gerade sagen, einbauen sollen. Das ist ja cool. Aber blau ist der V nicht mehr. Auch wenn es so eine Rasse, ein blauer V ist. Wie cool, habe ich noch nie gesehen, Albino V. Richtig nice. Leider weiblich. Ich hätte den gerne mal in männlich gesehen, wenn der dann sein Gefieder aufklappt. Mit seinen weißen Federn dann. Das wäre cool, glaube ich. Aber cooles, kleines, süßes, begehbares Gehege. Ist hier gebaut. Mir sehr gut gefallen. Wir flitzen zurück und gehen mal hier in dieses interessante Elefantengebäude. Beziehungsweise schauen uns das mal an. Ich glaube, reingehen kann man da nicht. Hier ist ein Infostand. Ist natürlich praktisch für den Eingangsbereich. Aber hast du auch sehr schön gebaut. Ist, glaube ich, auch selber gebaut. Hat eine super interessante Form. Das Dach sieht interessant aus. Du hast hier die Wände gut gestaltet mit ein paar Säulen und sowas. Und allgemein eine sehr interessante Form. Tolles Gebäude. Falls du es selbst gebaut hast, sieht sehr gut aus. So, hier sind normal Bänke. Kann man sich hinsetzen. Und hier kann man nochmal runterschauen. Schwimmt denn da unten?
Ach, das sind Flamingos. Oha. Ein riesiges Flamingo-Gehege. Können auch hier hinten rüberlaufen. Okay, das ist krass. Sieht aber auch teilweise noch sehr unfertig aus. Das liegt aber, glaube ich, an diesen ganzen Klippen, die du noch nicht fertig hast, ne? Wenn man sich überlegt, dass du das alles noch so einkleidest wie hier oben. Boah, das wird so viel Arbeit. Da hätte ich ja so gar keine Lust zu. Aber die Insel sieht schon sehr schön aus. Schön bepflanzt, schön ein paar Felsen da reingemacht. Und dann dieser große Baum hier als Highlight. Gefällt mir. Vielleicht können wir nachher hier auch nochmal rüberlaufen. Ich finde es halt krass, wie groß du baust. Also mit diesen ganzen Höhenunterschieden. Das sieht echt sehr beeindruckend aus. Hier geht es auch nochmal hoch. Hier ist das... Oh, das sieht cool aus, ne? Dass man so verschiedene Etagen hat. Hier kann man laufen, hier kann man laufen. Hier oben kann man laufen. Hier geht eine Brücke rüber. Das sieht schon nice aus. Ist halt nur mega viel Arbeit. Ist auch nochmal ein schönes Gebäude gebaut. Auch sehr süß. Schön hier mit diesen ganzen Deko-Elementen an der Wand. Doch, ist auch ein schönes, süßes Gebäude. Auch wieder mit ein paar Essens- und Trinkenmöglichkeiten. Auch hier schön mit den Brettern und sowas. Gut, hier flackert es ein bisschen. Aber es sieht cool aus. Sieht halt so ein bisschen zusammengeschustert aus. Aber ich glaube, das wolltest du auch erreichen, weil das passt so ein bisschen zu diesem indischen Stil natürlich, ne? Dieses, ja, man nimmt halt gerade das, was man zur Hand hat und baut daraus eine Hütte. Das ist ja so ein bisschen das, was die machen. Hast du hier auch überall durchgezogen. Finde ich cool. Das sieht echt nice aus. Die Tür hier sehr interessant. Noch nie so gesehen. Auch hier ein cooles Haus. Jedes Haus sieht auch so ein bisschen anders aus. Aber trotzdem sind die alle im gleichen Stil. Aber jedes Haus hat so seine eigenen Elemente, wie ihr seht. Immer so Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Finde ich richtig cool, wie ihr gebaut hast. Was haben wir denn hier? Eine Spinne. Ja, wenn wir die jetzt mal finden. Oh, ich will trotzdem raten, was es für eine ist. Es ist auf jeden Fall... Ich sag, das ist eine brasilianische Wanderspinne. Hä? Fake. Das Schild ist fake. Hier ist einfach ein Skorpion drin. Da ist er. Boah, da wurde ich ausgetrickst. Ah, das sind sogar beide hier und da. Okay. Ja, macht ja nichts. Ich weiß nicht, ob wir hier schon durchgehen sollen. Oh, das sieht aber cool aus hier. Das hast du schön gemacht hier mit den Felsen, dem Terrain und diesen Baumstämmen. So abgestützt hast du das Ganze so ein bisschen. Hier kann man auch nochmal durchgucken. Das sieht mega cool aus. Und oben dann auch noch die Bäume drauf. Geht schon in eine richtig gute Richtung. Ja, hier ist natürlich auch alles noch nicht ausgeschmückt. Ich weiß nicht, ob wir da schon durchgehen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal, bevor ich mich jetzt hier verlaufe, Leute. Ich glaube, wir gehen einmal noch diesen Weg hier. Hier geht es nämlich auch nochmal. Auch nochmal eine Hütte. Oh, die schwebt aber so ein bisschen. Musst du vielleicht noch abstützen hier. Mit so ein paar. Es würde, glaube ich, echt cool aussehen, wenn du hier so schräge Stützen in den Berg bauen würdest. Dass das Ganze so wirklich hier rüber hängt über die Klippe, aber trotzdem vernünftig abgestützt ist. Würde, glaube ich, nice aussehen. Jetzt sind wir unter der Brücke, wo wir am Eingang oder bei dem am Anfang rübergelaufen sind. Das wollte ich sagen. So, schauen wir doch mal. Oh, jetzt sind wir hier unten. Oh, das sieht schon echt beeindruckend aus. Das ist schon echt cool. Kann man sich hier hinsetzen. Da hinten dann die Flamingos sehen. Die haben aber auch echt ein großes Gehege, muss man sagen. Da waren wir auch gerade schon oben. Hier, da war das Faungehege. Ah, okay. Hier haben wir dann nochmal so ein paar Einkaufsläden. Was gibt's denn hier? Kaffee. Oh, einen Kaffee hätte ich jetzt auch gern. Ich bin gerade erst aufgestanden. Aber ich hatte gerade Lust, einen Zoo zu besuchen. Was haben wir denn hier? Das dürfte der grüne Insel-Leguan sein. Ja. Mach natürlich wieder Raten hier. Okay. Gila Krustenechse brauchen wir gar nicht nachgucken. Gelbe Anaconda brauchen wir auch nicht nachgucken. Die haben wir schon zu Genüge gesehen. Auch hier sehr schön gestaltet alles mit den ganzen Felsen und den Baumstämmen und dann die Läden hier eingebaut. Finde ich mega cool. Ja, auch der Geldautomat finde ich auch eine coole Idee. Oh, das sieht irgendwie schon echt alles interessant aus. Ich mag das, wie du diese Kombination aus Terraforming, Felsen und diesen Baumstämmen und diesen ganzen Begrünungen und sowas machst. Was natürlich noch verbesserungswürdig wäre, die Brücke selber nochmal auszuschmücken, weil die sieht halt so ein bisschen rohbaumäßig noch aus. Dann würde es mega cool aussehen. Aber die Ideen sind schon cool hier, dass du überall so Brücken rüberführst
und so viel mit dem Terraforming gearbeitet hast. Und das hast du auch wirklich schön gemacht. Das sieht alles super interessant aus. Fällt mir. Aber du hast halt noch viel Arbeit vor dir. Ich bin echt gespannt, ob dein Zoo noch einigermaßen spielbar läuft, wenn du damit fertig bist. Okay, wo sind wir jetzt? Oha. Okay, Leute, ich gehe jetzt mal doch lieber hier weiter, sonst verlaufe ich mich noch. Weil du hast ja noch keinen Rundgang leider für mich ausgeschildert. Aber gehen wir hier weiter. Das habe ich ja gerade hier schon bestaunt, wie gut das aussieht. Also du hast einen ganz tollen Baustil. Gefällt mir persönlich sehr gut. So. Oh, hier gibt es einen Rundgang. Haben wir gerade noch drüber gesprochen. Links großer Rundgang, rechts kleiner Rundgang. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den kleinen, ne? Auch hier, das ist so interessant alles. Ach, hier unten waren wir jetzt gerade. Schaut mal, da waren wir gerade. Hier ist diese Brücke, wo ich gesagt habe, die hätte man noch ein bisschen ausschmücken können. Also so von unten kann man die wirklich, glaube ich, noch so ein bisschen auskleiden. Und vielleicht eigene Säulen bauen oder stützen. Ich weiß, das ist sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich. Auch sehr schönes Geländer hier, muss man sagen. Du hast alle Bordsteine vernünftig ausgekleidet. Wow, Respekt. Sehr viel Arbeit. Das sind auch wieder diese Solarzellen. Also die würde ich halt immer so ein bisschen verstecken. Die finde ich halt nicht sonderlich ansprechend. Was ist das denn? Das ist ein Aquarium oder sowas, ne? Das ist ja ein süßes Deko-Element. Hier so eine Ecke mit Wasser drin. Mega. Schade, dass man hier keine Tiere reinmachen könnte. Stellt euch mal vor, hier so ein kleines Ottergehege oder so. Wenn man hier noch so ein bisschen Land einbauen würde und dann so Otter da drin schwimmen lassen könnte, das wäre schon cool, ne? Würde ich mega feiern. Nochmal eine gelbe Anaconda. So. Rundgang. Wir gehen aber natürlich weiter. Hier nach unten geht es übrigens, genau, hier wieder hin. Da waren wir ja vorhin hochgelaufen. Hier habe ich gesagt, ich gehe mal eben zum Eingang zurück. Hätten wir gar nicht machen brauchen, wenn ich das jetzt von hier aus sehe. Okay, hier ist auch nochmal ein... Ah, das sind Toiletten. Hier ist ein Toilettengebäude. Auch so im indischen Stil. Alles so ein bisschen indisch, ne? Sieht auch schön aus hier, das Wasser. Und auch alles schön kombiniert mit Pflanzen, Seerosen. Ja, Lampen oder was ist das? Ich glaube, das sind so... Das ist eine coole Idee. Ich glaube, du hast hier so Lampen in das Gewässer eingebaut, die so aussehen, als wenn die unten am Boden befestigt sind mit einer Kette. Und eigentlich würde man die aufhängen an der Decke damit. Hier mit dieser Kette unten. Aber du hast das so gemacht, dass es aussieht, als wenn die unten befestigt sind am Grund und dass sie auftreiben sozusagen. Mega coole Idee. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Schauen wir uns nachher mal bei Nacht an. Würde mich mal interessieren. Aber auch wirklich süß dekoriert hier. Alles sehr belebt und lebhaft aus. Natürlich bis auf den Hintergrund, aber den will ich jetzt gar nicht weiter beachten. Das ist der grüne Leguan. Den haben wir auch schon sehr häufig gesehen, ist sehr beliebt bei euch. Hier haben wir ein Schildkrötengehege. Okay, hier können die nicht hoch, das ist krass. Finde ich aber cool, dass du das so gemacht hast. So hat man echt das Gefühl, man steht direkt im Gehege. Dürfte die Galapagos sein. Ja, kann ich mittlerweile schon echt gut unterscheiden. Oh, sehr interessanter Eingang hier für die Höhle. Sieht auch schon sehr cool aus. Also man sieht, wenn du hier noch Zeit investierst, dann wird das richtig cool werden, denke ich. Wenn du hier noch alles komplett auskleidest irgendwann. Aber du hast halt so viele Höhenunterschiede gemacht, dadurch hast du halt unendlich viel Arbeit. Aber ich denke mal, du kannst später auch viele Felswände und so kopieren, so ein bisschen. Sollte eigentlich machbar sein. Aber tolles Gehege auch hier. Finde ich auch cool, dass du hier so eine Barriere als Begrenzung benutzt hast. Sehr kreativ. Das war jetzt der kleine Rundgang, so wie es aussieht. Hier sind wir gar nicht rübergegangen. Na gut. Hier gibt es jetzt auch nichts Neues zu sehen. Hast aber toll gemacht. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder zurück. Nee, hä? Wo war denn jetzt das Schild mit dem Rundgang? War das noch weiter hinten? Nee, hier waren wir doch noch gar nicht. Wartet mal. Leute, ich bin gerade verwirrt. Ah, jetzt gehen wir automatisch, glaube ich. Hier war das nämlich, genau. Links großer Rundgang. Okay, wir machen den großen jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Das ist hier wirklich jeden Bordstein einzeln abgesteckt. Nicht voll krass. So. Cool. Die Affen können halt hier rüber klettern.
Hat man auch gerade sogar gesehen. Man kann direkt neben den Orang-Utans sozusagen stehen. Das ist ja auch echt cool. Hey, schau mal rüber. Kriegst du auch was zu essen? Guck mal, er schaut wirklich so ein bisschen rüber. Ist aber schüchtern. Oha, hier oben ist auch so ein Affentempel. Ist voll krass, dass die hier überall so rüberklettern können. Finde ich voll beeindruckend. Die können halt hier rüberklettern und hier vorne wieder rüberklettern, über den Weg. Oh, hier liegt sogar so Obst und sowas als Deko. Sehr schön. Da hinten chillen die alle. Die haben ein mega riesiges Gehege, die Orang-Utans. Ich glaube, das ist hier alles Orang-Utan-Gehege. Auch hier ein schönes Gewässer. Und das ist wirklich echt interessant. Da. Ich würde da gerne mal rein. Wollen wir es mal versuchen, da reinzugehen? Wir versuchen das jetzt mal gemeinsam. Müssen nur irgendwie hier runterkommen. Oh, wir haben es geschafft. Okay. Dass hier die Säulen und so unter Wasser nicht am Boden sind, finde ich überhaupt nicht schlimm. Das sieht man sowieso nicht von oben. Komm, wir klettern da jetzt mal rüber. Oh, der Affe geht da gerade rüber. Genau jetzt, wo ich nicht mehr da bin. Und ich komme hier nicht mehr runter. Ah, Panik. Oh, wie gemein. Das hätte er mal machen können, als ich da oben drauf stand. Ah, das ist schon cool, dass sie da rüber klettern können, ne? Nicht mega. Und hier hast du sogar die Brücke sehr schön gestaltet mit so Baumstämmen. Hammer. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte mal hier rüber klettern selber. Hier kann man nämlich auch noch rüber. So. Genau. Also die haben wirklich ein riesiges Gehege. Und dass hier unten dann der Besucherweg ist, finde ich auch mega cool. Können die da oben hin in den Tempel? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, der Tempel ist nur Deko. Oh, guck mal, ein Baby. Das ist schon echt cool, dass die da hin können. Müssen wir nur wieder hier irgendwie runterkommen. Müssen wir mal schauen, dass wir... Kommen wir hier wieder auf den Weg da hinten? Ja, ich denke mal, das kriegen wir hin. Jetzt mal ins Wasser rein irgendwie. Oh, das ist ja ein richtiges Abenteuer hier. Jetzt versuchen wir mal hier hinten irgendwie hochzukommen. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir sind wieder auf dem Weg. Perfekt. Ich glaube, der Tempel ist nur zur Deko da. Schade, das hätte man auch irgendwie vielleicht noch... Vielleicht ist es auch verbunden, ich weiß es nicht. Aber das hätte man auch als Unterschlupf für die Affen so ein bisschen benutzen können. Das wäre auch cool. Das sieht ja so cool aus, alles hier. Also, dass hier wieder so ein Durchgang ist. Das sieht schon echt interessant aus. Hier sieht es echt so ein bisschen dschungelmäßig aus. Oben ist auch ein Haus. Oh, das Haus hat gar keinen Boden. Ich glaube, hier hast du den Boden vergessen. Die Stützen sind dadurch ein bisschen, ja, nicht so sinnvoll. Oh, hier schwebt auch ein bisschen was. Ja gut, das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Die Lampe schwebt hier. Das sieht man halt von oben nicht, wenn man das baut. Sieht man erst, wenn man es von unten besichtigt. Was ist das denn hier für ein cooles Dach? Das habe ich auch noch nie gesehen, dieses geschwungene. Auch nochmal ein paar interessante Läden. Da geht's auch nochmal nach hinten. Das ist der geheime Donutladen, schön versteckt. Aber auch hier sogar noch schöne Deko, so ein kleines Gewässer und so. Ja, das ist schon alles sehr cool. Haben wir hier irgendwas verpasst? Nee. Hier sind noch Mitarbeiterwege. Guck mal, das ist der Mitarbeiterweg ins Nirgendwo. Durch die Büsche. Naja, finde ich in Ordnung. Hast du halt schön getarnt damit. Kriegen die Mitarbeiter zwar immer Zecken, wenn sie da durchlaufen, aber sonst passt das schon. So, was haben wir hier? Nochmal eine Toilette. Das Terrain einfach hier durchgezogen. Aber ich meine, das ist ja auch egal, ne? Man sieht es ja... Von innen nicht. Vielleicht solltest du hier dann noch eine Tür oder so reinsetzen. Dann kann man das nämlich gar nicht mehr erkennen. Ich glaube, wir gehen erstmal hier links lang. Sehen, was wir hier haben. Ja, es war die richtige Entscheidung. Hier haben wir nämlich eine schöne Aussichtsplattform und einen Entspannungsort. Oha, okay. Das ist cool. At Joe's Burger. Dass man hier für eine coole Übersicht hat.
Hammer. Riesiger Wasserfall, überall diese ganzen Brücken und so. Sieht ja mega nice aus. Und da unten schwimmen die Leistenkrokodile. Wow. Richtig cool aus. Richtig, richtig cool. Also ich glaube, wir haben hier noch viel zu erkunden und zu entdecken. Hier geht es dann auch nochmal hoch. So. Ja, der große Panda ist ausgeschildert, also gehen wir mal dahin, würde ich sagen. 25% Steigung. Jetzt wird steil, Leute. Oh, das wäre bestimmt anstrengend, hier hochzulaufen. Hier ist nochmal ein kleiner, ja, Erfrischungsdrink. Besser ist das auch. Da braucht man erstmal eine Pause, wenn man da hochgelaufen ist. Hier nochmal schön Toiletten in den Fels eingebaut. Und hier kann man dann nochmal runtergucken. Ah, jetzt sehen wir nochmal das Uran-Utan-Gehege von oben. Finde ich mega cool, dass man alles nochmal so von oben dann sehen kann, weil du mit so vielen Höhenunterschieden gebaut hast. Hier ist der Palast. Da schlafen gerade die Uran-Utans alle. Hier sind wir vorhin rübergelaufen. Da hinten waren wir auch schon. Das ist das Faungehege. Cool. Also bis jetzt habe ich mich nicht verlaufen. Bis jetzt funktioniert der Rundgang hier in deinem Zoo echt gut. Panda. Ach, hier ist das Gehege, okay. Sieht auch süß aus. Geht hier ein Wasserfall runter? Ah, hier geht der Wasserfall runter. Das heißt, hier fängt das Wasser an, läuft dann wahrscheinlich hier irgendwo durch und fließt dann hier runter. Aber da waren wir auch. Ach nee, das ist schon hier unten. Nee, es ist auch nicht. Oh, das ist so viele Höhenunterschiede. Hier haben wir vorhin drauf geguckt. Da ist nämlich dieser Fat Joe's Burger. Das ist echt krass hier. Wo sind denn die Pandas? Da sind sie. Oh. Aber auch ein wunderschönes Gehege. Richtig schön gestaltet, wenn man das so sieht. Gefällt mir mega gut. Also das ist echt ein toller Zoo. So, hier geht es dann auch nochmal lang. Kann man die dann nochmal wunderbar sehen. Sogar ohne Geländer oder sowas. Ist vielleicht ein bisschen unsicher, wenn dann so Kinder da reinfallen. Aber ich finde es immer cool, weil dann hat man das Gefühl, man steht direkt neben den Tieren, auch wenn wir gerade leider keine Tiere sehen. Aber auch super interessantes Gehege, was du hier gebaut hast. Richtig schön ausgeschmückt und gestaltet. Okay, hier ist alles nur so ein bisschen rohbaumäßig, aber das macht ja nichts. Wo sind wir denn hier? Warte, ich habe das Gefühl, ich werde mich gleich verlaufen. Geh erstmal hier nochmal zurück. Waren wir hier auch gerade schon? Ja, hier hinten waren wir gerade schon, ne? Ja. Ah, hier unten geht es auch nochmal durch. Da sind auch die ganzen Pandas. Wow, die können hier hinten auch nochmal rüber. Hier über die Brücke. Und da hinten hin. Okay, die Pandas haben auch ein riesiges Gehege, so wie es aussieht. Das finde ich mega cool, dass du alles so mit Brücken verbunden hast und so viele Höhenunterschiede. Das ist so nice. Man steigt dadurch zwar so ein bisschen gar nicht durch, wo man jetzt gerade ist, auf welcher Höhe und so, aber das finde ich gar nicht schlimm. Wenn man dann irgendwo oben drauf steht, dann hat man immer das Gefühl, ah, da hinten war ich schon mal. Das ist ja cool. Aber jetzt gehen wir mal in das Gehege hier rein. Das sind Schimpansen. Auch mit so ein paar Seilen. Ein begehbares Schimpansengehege, oder? Sind Schimpansen nicht voll gefährlich? Okay, das ist auch kein wirklich begehbares. Hier sind noch so Geländer vor, wobei diese Geländer die Schimpansen wahrscheinlich nicht abhalten, oder? Er kann richtig schweben. Hier in Zeitlupe, wenn er so fliegt. Cool. Aber auch coole Idee, dass man hier so durchlaufen kann und die dann schön von nahen beobachten kann. Und hier können die auch schon wieder hochlaufen. Über den Weg drüber. Finde ich auch mega cool, wenn die Affen dann über den Weg rüberlaufen können. Wir können hier nochmal auf diese Plattform hoch. Das ist einfach einen umgedrehten Baum genommen, glaube ich. So als Säule. Sehr coole Idee. Und dann geht es hier wieder hoch. Okay, ich glaube, dann haben wir hier in diesem Bereich soweit alles hoffentlich gesehen und nicht verpasst. Ich denke aber schon. Wir schauen nachher natürlich auch nochmal von oben. Aber bis jetzt bin ich schon sehr beeindruckt. Sehr viele coole Ideen. Und dadurch, dass du so mit so vielen Höhenunterschieden gearbeitet hast, ist das wirklich echt cool. Ja, wir waren jetzt aber auch gerade ganz oben. Ihr seht ja, wie weit wir hier schon gelaufen sind. Puh, auch ganz schön anstrengend.
So, weiter geht's. Hier ist der Wasserfall, der erste. Das ist der von dem. Hier war das Panda-Gehege. Hier fließt das runter. Oh, hier fehlt natürlich so ein bisschen das Geplätschere, wenn das Wasser auf die Felsen trifft. Und man sieht so ein bisschen leider die Düsen. Und hier ist das auch noch nicht ganz so gut eingearbeitet. Also ich glaube, hier bist du auch noch nicht fertig mit dem Wasserfall. Da musst du auf jeden Fall noch mal ein bisschen beigehen. Was haben wir denn hier für ein Gehege? Schon cool. Aber was ist denn das hier für ein Gehege, frage ich mich gerade. Hallo? Auf jeden Fall ein Fleischfresser. Ah, oh, da. Sind Tiger sind das. Okay. Auch ein sehr schönes Gehege hier. Finde ich mega cool, dass du das alles so mit dem Wasser hier abgegrenzt hast. Und dann hast du ja auch diese Gitter gemacht. Und dann fließt das Wasser sozusagen von ganz oben immer weiter runter und endet dann hier unten in diesem riesigen See, wo die Leistenkrokodile schwimmen. Mega interessant. Ist echt schön gestaltet hier. Okay. Hier steht auch das Schild Tiger. Eben auch echt ein interessantes Gehege. Hier sind immer Toiletten. Ich glaube, das Haus hast du kopiert. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, oder? Zumindest so ähnlich. Hast du wahrscheinlich so ein bisschen abgeändert von der Wanddeko. Ich mag das aber, diesen Gebäudestil. Oh, was du hier noch alles geplant hast. Aber das Terrain ist schon echt cool angepasst und bearbeitet. Kann man nicht anders sagen. Sieht schon sehr interessant alles aus. Was haben wir hier? Da gibt es auch nochmal so ein paar Sachen. Oh, Tapir. Tapire. Krass, die Dinge halten die Tapire ab, dass sie da nicht rauskommen. Also ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee für so einen Zaun. Aber ich erinnere mich daran, dass ich mal so einen 1-Meter-Zaun gebaut hatte und da sind die einfach rübergejumpt. Aber gut zu wissen, dass man die mit so Baumstämmen abhalten kann, davon darüber zu springen. Auch tolle Tiere. Auch ein sehr schönes Gehege hier. Schön mit Höhenunterschieden, schön bepflanzt. Bisschen Wasser, also ist eigentlich alles vorhanden, was man braucht. Eine schöne Höhle. Oh, hier ist das nächste Tier zum Raten. Was haben wir denn hier? Müssen wir erstmal das Tier finden. Oh. Da ist es. Puh, ich habe keine Ahnung. Man kann es halt nicht erkennen. Östliche Braunschlange, okay. Leider sehr versteckt. Ist natürlich ärgerlich, dass hier zugebaut ist, weil sonst hätte man von der Seite vielleicht einen Blick erhaschen können. Oh, guck mal, auch hier alles fein säuberlich abgesteckt mit Baumstämmen. Nicht schlecht. So, hier bin ich hochgegangen. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Ah, jetzt sind wir bei Fat Joe's. Hier wieder alles super schön gestaltet. Sieht auch echt cool aus hier mit der Brücke. Oh, ein tolles Eingangsschild für den Burgerladen. Also ich würde mir hier auf jeden Fall einen Burger holen. Fat Joe's Burger. Pommes. Gulpi. Ist aber gar kein Burgerladen, oder? Doch, hier, Chief Beef. Okay. Nevermind. Ein Burger bitte. Und dann würde ich mich schön hier hinsetzen. Besten. Ich glaube, hier würde ich mich hinsetzen. Dann kann man da hinten schön den Wasserfall sehen. Das sieht schon sehr interessant aus. Wie das hier runterläuft von ganz hier oben. Schon nice, ne? Wohin verläuft denn das Wasser hier? Läuft das hier hinten noch durch? Müssen wir uns nachher mal anschauen. Hier ist der Mitarbeitereingang. Hier sind dann die Leistenkrokodile am Chillen. Schön, du das hier schon alles ausgeschmückt hast mit Felsen und Begrünung und so. Stellt euch mal vor, diese ganzen Wände, die Jana schon geplant hatte mit dem Terraforming, die ja schon echt cool aussehen, schmückt sie dann irgendwann so aus, wie das hier der Fall ist. Das ist mega viel Arbeit, aber es würde am Ende richtig cool aussehen. Hat halt so ein bisschen Tropenlook, finde ich.
Hier sind ja auch, glaube ich, diese Tropenfelsen, dann dieses ganz viel Grün. Aber es sieht schon echt gut aus. Kann man nicht anders sagen. Hast du schon sehr schön hier alles gemacht. Dann auch hier dieser schöne Burgerladen, den man dann schon von oben sehen kann und dann sagt, da will ich meinen Burger essen. Finde ich eine mega coole Idee. Aber es geht hier natürlich auch noch weiter. Wie viel Liebe zum Detail du hier reingesteckt hast. Alles vernünftig abgesteckt und mit Felsen ausgekleidet hier schon. Hier ist dann die Brücke. Ich glaube, die Brücke würde ich von unten sogar noch mal ein bisschen auskleiden mit Holz oder so. Ich glaube, das wird besser aussehen. Ich mag immer dieses, was ist das, weißer Beton oder so? Ich weiß es nicht. Ich mag das auf jeden Fall nicht so gerne. Hier kann man halt auch noch mal rübergehen und die Krokodile sehen. Das ist echt mega. Hier geht es auch noch mal in eine Höhle rein, oder was? Wow, okay. Hier gibt es wieder Tierchen. Okay, dass man im Hintergrund die Mitarbeitergebäude sieht, die ruhen, ist natürlich nicht ganz so praktisch. Vielleicht solltest du ja einfach noch was vorbauen oder so. Felswand. Ah, das ist wieder eine Gila-Krustenechse. Hier sieht man die. Ja, ist jetzt auch egal. Die Vivarientiere lassen wir jetzt einfach mal. Das dauert sonst zu lang. Was haben wir denn hier? Ach, hier kann man nochmal was essen, unterirdisch. Und Geld holen. Geld holen ist ja auch immer wichtig. Ist das da oben Wasser? Ah, wir sind unterm Wasserfall gerade. Cool. Wir haben jetzt aber alles hier an Wegen entdeckt. Kann das sein? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch lang gehen müsste. Wir schauen mal von oben. Da, Knusperland, da sind wir. Oha. Das sieht schon beeindruckend aus, ne? Nicht schlecht. Ich glaube, wir haben aber wirklich alles gesehen, oder? Waren wir hier oben? Fat Joes. Waren wir hier? Ach, hier sind die Tapirs. Oder Tapire. Ja, okay, wir waren hier. Hinten sind auch schon weitere Dinge geplant, so wie es aussieht. Hier ist doch noch einiges rumstehen. Oh, hier sind schon Felswände. Okay, ich glaube, du fängst schon an, hier was zu bauen, damit du das kopieren kannst und auskleiden kannst. Sieht zumindest so aus. Interessant. Hier ist dann der Tempel. Ich kann mir vorstellen, dass der sogar aus dem Workshop kommt. Oder du hast ihn selber hier hinten gebaut. Das kann natürlich auch sein. Sieht auf jeden Fall sehr interessant und cool aus. Boah, ist das alles riesig. Also von der Größe her würde ich den Zoo, glaube ich, nicht größer machen, weil du hast noch so viel zu tun mit Auskleiden und sowas. Sieht aber schon alles wirklich mega cool aus und interessant aus. Und ich habe mich jetzt auch nicht verlaufen. Also es hat wirklich gut funktioniert von der Wegeplanung, was du hier gebaut hast. Ich glaube, ich habe nichts übersehen und ich habe mich auch nicht verlaufen. War ich hier auch? Ja, hier war ich auch. Genau, hier. Ah, hier hinten können die Pandas auch nochmal schlafen dann. Mega. Ist das Tigergehege? Hier wollte ich nochmal gucken. Ah, okay, das Wasser geht hier hinten halt wirklich noch lang. Ja, hier fehlt natürlich ein bisschen das Plätschern, ne? Dass das Wasser da auftrifft, so wie hier. Müsstest du vielleicht noch einfügen? Ich glaube, ich habe aber echt nichts übersehen. Nee. Mega cooler Zoo, hat mir echt gut gefallen. Ist natürlich noch viel Arbeit, die da vor dir liegt. Aber wenn der mal fertig ist, schick ihn gern wieder ein, weil ich glaube, der wird richtig, richtig gut werden. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal bei Nacht an. Hier auch alles sehr schön beleuchtet, die ganzen Gebäude. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wo diese Lampen im Wasser waren. Das frage ich mich gerade. Da sind die. Boah, guck mal, wie schön das aussieht. Das ist mega die coole Idee. Einfach solche Deckenlampen ins Wasser zu legen und die Kette so aussehen zu lassen, als wenn sie dann am Boden verbunden sind. Sieht mega aus. Also echt coole Idee von dir. Habe ich so vorher auch noch nie gesehen. Hier ist auch alles so krass beleuchtet. Du hast hier richtig viele Scheinwerfer gemacht, oder? Oder woher kommt dieses schöne Licht überall? Wenn wir mal von hier runterschauen. Schon cool, dass das alles so beleuchtet ist. Ich glaube, wenn du hier mit Scheinwerfern den Wasserfall nochmal beleuchtest, würde auch cool aussehen. Nicht schlecht. Hier oben ist auch alles beleuchtet.
Auch besser, ne? Nicht, dass die Leute hier runterfallen. Vielleicht solltest du ja auch noch Gelände oder so durchziehen. Aus Sicherheitsgründen. Die Höhle hast du sogar auch nochmal schön beleuchtet. Wo wir gerade drin waren. Ah, toller Zoo. Hat mir richtig gut gefallen. Machen nochmal kurz Tag. Dann gehen wir nochmal zum Eingang. Das war jetzt der erste Zoo nach dem Reset, nämlich das Knusperland. Und es hat richtig Spaß gemacht, diesen zu besuchen. Wenn er fertig ist, Jana, schick ihn bitte gerne nochmal ein, weil er hat so viel Potenzial. Wenn er fertig ist, wird er so gut aussehen, glaube ich. Weil du hast so eine tolle Wegeplanung, die ganzen Höhenunterschiede, diese ganzen Brücken, die ganzen Wasserfälle. Das sieht schon wirklich alles richtig toll aus. Und ich würde sagen, Leute, schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Jana fandet. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt. Und in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.